Bernie on Tour meldet sich mal wieder aus Lübeck. Heute Start zur zweiten Ostseetour. Von Lübeck bis Heringsdorf an die polnische Grenze. Das Wetter will heute noch nicht so richtig, aber das kann ja noch werden. Dicke Wolken und nur Regen angesagt. Heute geht's nach Boltenhagen. Schauen wir mal, was die Ostsee sagt. Bis dann. Der Start in Lübeck ist bei trockenem Wetter gelungen. Trocken bin ich gerade noch hier bis Travemünde gekommen. Aber jetzt fängt es an zu regnen. Es hilft alles nichts. Es geht nach Boltenhagen. Hier weiter. Toi, toi, toi. So, jetzt gibt es noch eine Hochseefahrt. Eine Fährfahrt in Travemünde. Von der einen Seite auf die andere Seite. Und da ist die Gegenfähre. Und das große Hochhaus da hinten, das ist das Maritim Travemünde. Die Tour gestern von Travemünde hier nach Boltenhagen fand über 30 Kilometer ausschließlich im Regen statt. Das war kein Vergnügen. Aber jetzt heute hier in Boltenhagen, blauer Himmel, die Sonne scheint und es kann weitergehen auf die zweite Teilstrecke nach Rerik. Hier habe ich genächtigt. Auf geht's! Zweite Etappe von Boltenhagen, jetzt hier in Wismar. Bei strahlendem Sonnenschein eine tolle Tour bis hierhin. Und Wismar macht keinen schlechten Eindruck. Und jetzt geht's weiter, immer an der Ostsee. Ein kleiner Zwischenstopp auf der Strecke von Rerik nach Warnemünde. Hier kurz hinter Heiligendamm. Strandleben. Und hier gibt's nun ein kühles Getränk zur Stärkung. Habe ich einen Ruhetag hier in Warnemünde und es findet die Warnemünde Woche statt mit großen Segelwettbewerben, wie man hier sieht, geht es hier in der Ostsee um alles. Wunderschönes Wetter. Blick auf den Leuchtturm. Ein kleiner Spaziergang hier an der Fennmeile. Der Warnemünde Woche. Hier kriegt man alles, was man braucht. Hier ist der Hafen von Warnemünde.
vor Jahren sind wir von hier, Bodo, Thomas, Klausi und meine Wenigkeit, in die Ostsee mit AIDA geschippert. Ein tolles Erlebnis war das damals. Das war Warnemünde. Hier ist das Kreuzfahrtschiff Sky. Hier lag gestern noch die AIDA. Und jetzt machen wir die Hochseefahrt von einem Ufer aufs nächste, um dann nach Prerow zu fahren. Gut 60 Kilometer. Hoffentlich hält das Wetter. Zwischenstopp auf meiner vierten Etappe nach Prerow. Bei diesem schönen Wetter. Es ist zwar etwas windig, aber toll fürs Fahrradfahren. Heute die fünfte Etappe von Prerow nach Stralsund. Ein kleiner Zwischenstopp hier an diesem schönen Fleckchen. Noch sind es 45 Kilometer bis Stralsund. Heute ist die Königsetappe mit gesamt 63 Kilometer. Noch 1 Kilometer bis zum Hotel in der Altstadt von Stralsund. Und hier einen schönen Blick auf die Brücke von Stralsund rüber nach Rügen. Zwischenstopp auf der vorletzten Etappe von Greifswald nach Wolgast. Es ist ganz schön staubig, aber wunderbar. Die Hälfte geschafft, noch 27 Kilometer bis Wolgast. Vorletztes Teilziel erreicht, Wolgast. Und nun will ich mir das Dorf mal angucken. Letzte Etappe von Wolgast nach Heringsdorf. Hier bin ich auf der Brücke von Wolgast auf die Insel Usedom. Mit dieser gewaltigen Brücke hier, eine Klappbrücke. Das ist schon gewaltig, wenn die aufgeht. Und nun noch 35 Kilometer bis zum Ziel. Ein herrliches Fleckchen hier auf dem Weg nach Heringsdorf. Noch 15 Kilometer und das Ziel ist erreicht. Nach dieser Fahrradtour nun Ruhe und Erholung
in Usedom, in Heringsdorf. Traumwetter, aber windig. Hier die Seebrücke von Heringsdorf. So, jetzt bin ich vorne angekommen und hier geht es nur noch bergab ins Wasser.